Hallo Bürofreaks, weiter geht's mit der Prospektvorstellung. Diesmal eine kleine Zusammenfassung von mehreren Prospekten und anfangen möchte ich mit dem Prospekt von McGuides. Da sehen wir auf der ersten Seite gleich erstmal wieder das Kometenfinale, ist so ziemlich jedes Jahr dabei. Ein großes Familiensortiment und Röhlis 5 Stück. Auf der Hauptseite hätten wir die Alien für 3 Euro, geht klar. Die Zyklop für 6 Euro, geht auch klar. Die Gravity gibt es 1 Euro preiswerter bei Netto mit Hund, also mit Scotty. Leuchtsortiment Spider, 7 Euro, denke ich, geht, ist okay. Die üblichen Verdächtigen, die Vulkane, Raketenset, Batterieset, die Rage of Fire, eine Heulbatterie für 4 Euro, die Prometheus für 18 Euro, ist glaube ich komplett, das sind 100 Schuss mit Zerleger, zwar ziemlich, also zwar kleiner, aber naja, aber ich glaube, die gibt es preiswerter, genauso die Goldrauschraketen sind mit drinne, allerdings 5 Euro teurer als bei Kaufland. Okay, hier haben wir weitere Raketensortimente. Raketensortimente. Auf der nächsten Seite Reibkopfknaller und wieder Wilco-Böller in 40er Packung. 300er Knallkette noch. Ja, ein bisschen was kleineres. Röhlis. So. Jugendfeuerwerk und Tischfeuerwerk. Und das war's dann. Okay, das war's für McGuides. Kommen wir zum Möbelboss. Möbelboss bietet ja jetzt immer Nico an. Die haben die Big Ben für 6 Euro. Raketensortimente. Wo ist er? Da haben wir die Achilles für 18 Euro. Okay. Die Firewall für 15 Euro. Also wer die Laserlights bei sich bei Norma nie hat. Ja, aber es ist trotzdem 5 Euro mehr als bei Norma. Das ist die. Die Laserlights ist ja die umgelabelte Version dieser Batterie der Firewall. D-Böller für 6 Euro. Und eigentlich habe ich die. Die Out of Limits haben sie dieses Jahr nicht mehr dabei. Dafür haben sie hier oben noch die Big Challenge. Ich glaube, das ist eine Neuheit für 20 Euro. Okay. Das ist Möbelboss. Kleines lokales Prospekt. Vom Konsum Frieda. Kometware. Raketenset und eine Röhli-Batterie für 6 Euro. Immerhin 175 Schuss statt 126 wie alle anderen. Also im Prinzip ähnlicher Preis wie die Weco Röhli-Batterie bei Penny. Real mit, wie jedes Jahr, mit Komet vorne drauf. Raketensortimente, eine kleine Batterie für 8,88 Euro jeweils. Auf hinten Raketensortimente jeglicher Größe, 10 Euro, 17 Euro, 20 Euro. Noch ein Batteriesortiment, ein Leuchtsortiment. Ja. Irgendwo drin haben sie noch eine Doppelseite. Da, Doppelseite der Ouvertüre, also komplett Kometfeuerwerk zu Kometpreisen. Ja, ist jetzt nichts so Spektakuläres dabei. Die Big Beats, Skyfall, Firemaster, alles für 40 Euro. Okay, ich glaube, das kann man sich schenken. Dann haben wir hier das Prospekt von Müller. Das Prospekt von Müller, Nico wie jedes Jahr. Raketenset Pyro Party für 9 Euro. Okay, gucken wir mal rein. Weitere Raketensets, Wild 10 für 10 Euro. Raketenset für 20 Euro. Raketenset Power Mix für 17 Euro. Knaller, das Familiensortiment. Color Selection. Leuchtsortiment für 7 Euro. Nächsten Seite die Burning Heart. Für 5 Euro. Das ist okay, denke ich.
Röhli-Batterie, 120 Schuss für 9 Euro. Die Profiline 240 für 5,90 Euro, was ja die Nicorino ist. Die ist glatt für, ich glaube, 1 Euro günstiger bei Norma gibt. Die Profiline 360 geht okay, 10 Euro. Das müsste die Dreckenblatt sein. Ach du großer Gott. Ein echt schönes Sortiment. Speed of Fire Batteriesortiment. Aber 18 Euro. Ich glaube, das gibt es bei Thomas Philips, die ist auch für 12. Okay. Verbundbatterie für 20 Euro. Das Midnight Spectacle Special. Und hinten nochmal Knallsortimente, World of Thunder und ein Kindersortiment. Einmal für 3 Euro, also für 4 Euro das Knallsortiment und das Kindersortiment für 5 Euro. Okay. Und das letzte Feuerwerksprospekt, was wir hier haben, ist von Netto Markendiscount, wie jedes Jahr mit Phoenix Feuerwerk, also Keller respektive Komet jetzt. Gleich vorne das Götterfunken-Set, also ist, denke ich, so ziemlich fast alles gleich geblieben. Hannibal. Unten stehen die Preise dafür. So, da habe ich jetzt nie so den Überblick, was hier was ist, bis auf Zeus. Ja, Cleopatra, das war das, was Cleopatra war, glaube ich, die Full Power von Keller, die mich interessiert hat. Die kostet hier, Cleopatra kostet 7 Euro dieses Jahr, okay. Hier drüben haben wir, wie gesagt, Anubis, Athena, Leucht Sortiment für 5 Euro, ne, das geht. Das geht, das ist, denke ich, ganz gut. Und auch ein Röhli, 175 Schuss von Keller, eine Röhli-Batterie für 8 Euro, okay. Gut, haben wir noch eine Seite. Tatsächlich, da ist noch die letzte Seite. Aphrodite, Fortuna, Osiris, Raketensortimente. In der Preiskategorie zwischen 10 und 20 Euro, ne, 7, 8, 28 Euro. Cetus, das ist das Sortiment da, okay. Und hier drüben haben wir noch das Super Knallvergnügen und China Böller D. Jeweils also für 4 Euro bzw. 5 Euro. Knallmatte, Wunderkerzen, Reibkopfknaller. Okay, das war's erstmal. Ja, das war's. Netto. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis später. Ciao.